Vielen Dank, guten Abend. Ich hätte gerne gewusst, wer von euch nicht weiß, was Photovoltaik ist. Einer? Zwei? Noch jemand? Gut, Photovoltaik bezeichnet, als Photovoltaik bezeichnet man die Gewinnung von Strom mithilfe von Siliziumzellen. Nicht zu verwechseln mit Solarthermie. Solarthermie, damit macht man warmes Wasser. Auch mit Hilfe der Sonne, aber es ist ein bisschen was anderes. Okay, heute sprechen wir über Photovoltaik, beziehungsweise über das Ende eines Unternehmens, was in diesem Sektor beschäftigt war. Wer von euch, wie viele von euch sind Gründer, haben gegründet, sind gerade dabei oder tragen sich mit dem Gedanken, ein Unternehmen zu gründen? Okay, alles klar. Damit das ein bisschen in Perspektive kommt, in welchen Größenordnungen wir hier sprechen. Marco hat es gerade schon gesagt, 1200 Leute Ende 2012 auf der Straße, 227 und ein paar zerquetschte Millionen waren noch übrig an Schulden. Und wer heute die A9 Richtung Norden fährt, Ausfahrt Solar Valley, der hat Aussicht auf 3 Hektar ungefähr leere Hallen. Ja, also wer zum Beispiel ein Indoor-Ski-Unternehmen gründen will, ja, der ist dort also gut beraten an dieser Stelle. Ich habe 3 Fuck-Up-Faktoren identifiziert. Ich habe 3 Rettungsboote für euch, die wir zu Wasser gelassen haben. Und ich habe 3 Learnings für mich persönlich. Los geht's. Zunächst Fuck-Up-Faktor Nummer 1. Wir waren zu teuer. Surprise. Das hatten wir schon mal. Diesmal in einer etwas anderen Größenordnung. Ja, unser Personal war teuer, unsere Partys waren teuer, unsere Autos waren teuer. Bei uns musste immer alles teuer, teuer, teuer sein, aber vor allen Dingen war teuer unsere Technologie. Also man sieht es hier hinter mir ganz gut. Wir haben in einer patentrechtlich geschützten Technologie gearbeitet, für die wir Lizenzkosten abgedrückt haben, und zwar nicht zu knapp, an eines unserer Mutterunternehmen, eines von dreien. Bei dieser Technologie haben wir ein Band aus Silizium aus einer heißen Schmelze gezogen. Deswegen hieß das Verfahren String Ribbon, also Band Ribbon zwischen 2 Fäden, Strings. Im Gegensatz zur konventionellen Technologie, wo man Siliziumblöcke in hauchdünne Scheiben zersägt hat, sollte das in der Theorie 50% Material sparen und dementsprechend auch 50% Energie. In der Praxis war dieser Vorgang leider höchst instabil, unfassbar teuer. Und er hat beim Handling der Wafer, also der Vorprodukte der Zellen, einfach unfassbar viel Bruch produziert. Weil eben nicht ein großer Klumpen produziert wurde, der dann schön geschnitten wurde, wie ein Toastbrot, sondern weil diese Kristallisierungsstruktur von diesem Teil war total unberechenbar. Punkt 1. Punkt 2. Wer kennt diesen Herrn nicht? Okay, wer kennt ihn? Okay, wer ist es? Jawohl, Norbert Röttgen. Wer war Norbert Röttgen? Jawohl, Umweltminister, und zwar zwischen 2009 und 2012. Norbert Röttgen hatten nicht nur wir, sondern auch alle anderen produzierenden Unternehmen der Solarbranche zu verdanken, dass für einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Höhe an Einspeisevergütung festgelegt wurde. Das heißt, wenn jemand von euch sich eine Solaranlage, egal welcher Größe, auf ein Dach oder eine Freifläche installieren wollte, dann wusste er ziemlich genau, zumindest war das der Fall, bis Norbert Röttgen ins Amt kam, wie viel Cent er pro eingespeiste Kilowattstunde für seine Anlage bekommen würde und auch wie lange. Das Problem, was wir hatten und was am Ende alle hatten, war, dass ab 2009 angefangen wurde, massiv diese Einspeisevergütung zu reduzieren. Das alleine wäre aber noch kein Problem gewesen, wenn es planbar gewesen wäre. Wenn man sich an die Regeln gehalten hätte, die mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz eingeführt wurden, nämlich wir reduzieren zu einem bestimmten Zeitpunkt, der vorher kommuniziert wird, zu einer bestimmten Rate die Einspeisevergütung, was auch sinnvoll ist, weil sonst eine solche Technologie niemals sich selbst tragen würde. Wenn man diese Regel verletzt
und plötzlich sagt, wir machen es nicht mehr in einem Jahr, sondern wir machen es, surprise, surprise, schon in einem halben Jahr. Und die Einspeisevergütung sinkt nicht wie eigentlich gedacht um 10%, sondern um 15 oder 20. Man kann auch würfeln. Und dann machen wir es nicht in 6 Monaten, sondern machen wir es in 3 Monaten. Und beim nächsten Mal machen wir es wieder in einem Jahr. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie hoch die Planungssicherheit für nicht nur Endkunden, die sich 4 oder 5 Kilowatt aufs Dach legen mit einem Investitionsvolumen von 20.000 Euro sinkt, sondern wie krass die Planungsgrundlage, die Planungssicherheit sinkt für einen Investor, der mehrere Millionen auf den Tisch legt für eine riesengroße Freiflächenanlage. Also auch das hat die Sache enorm erschwert. Punkt 2. Punkt 3. Wer hat schon mal das Argument gehört, die Asiaten sind schuld daran, dass in Deutschland die Solarindustrie kaputt gemacht wurde? Okay, ist also bekannt. Wahrscheinlich wundert es euch auch nicht, wenn ich im gleichen Satz sage, dass das natürlich Quatsch ist. Ja, zumindest zu großen Teilen. Meistens wird diese Geschichte aber nicht erzählt. Aber ich erzähle sie hier heute, weil sie dazugehört. Deutsche Unternehmen sind und waren noch viel krasser, als sie heute sind, Weltmarktführer in der Produktion von Maschinen, die dazu dienen, Solarmodule, Solarzellen und Solarwafer herzustellen. Es gibt noch ein paar andere Player, aber dieser gesamten verarbeitenden Kette sind und waren deutsche Unternehmen mit vorne dabei. Ich werde an der Stelle keine Namen nennen, weil das führt nur zu Unmut, der hier nicht hergehört. Fakt ist, dass Ende der 80er Jahre und in den 90er Jahren diese Unternehmen natürlich als Teil des Exportmotors Deutschland diese Technologie verkauft haben. Und zwar wohin? Nach Asien. So wie man das mit unterschiedlichen Technologien in dieser Zeit gemacht hat und auch noch heute macht. Sich 20 Jahre später darüber zu wundern, dass die Asiaten mit dieser Spitzentechnologie plötzlich nach x Jahren Forschung die gleichen Produkte natürlich mit viel Manpower, kostenlosen Krediten, Umweltauflagen, die den Namen nicht verdienen und noch etliche mehr, plötzlich viel billiger herstellen können, ist doch kein Wunder. Ja? Also auch das ist etwas, was maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir uns unser eigenes Grab ein bisschen auch selber geschaufelt haben. Und ich finde immer, dass man das nicht vergessen sollte, wenn man darüber spricht, was passiert ist in der Solarindustrie. Sprechen wir über Rettungsboote. Wir haben gerade ein Boot gesehen. Unser erstes Rettungsboot war Projektgeschäft. Das heißt, wir verkaufen nicht einfach mehr nur an Distributoren, die ihre Produkte an Installateure verkaufen, wo ihr als Endkunde nachher hingehen könnt und sagen, ich möchte gerne eine Anlage auf mein Dach haben. Warum nicht? Weil es ohne Ende personalintensiv ist. SolarWorld hatte 70 Leute nur im Vertrieb. Die haben nur Direktvertrieb gemacht an Installateure. Wir hatten 5 Leute im Vertrieb. Wir haben nur indirekten Vertrieb an Großhändler gemacht, die dann wiederum an Installateure verkauft haben. Warum ist das Modell sinnvoll? Naja, man braucht so eine Solaranlage halt mehr als Solarmodule. Ja? Man braucht eine Aufständerung, man braucht Kabel, man braucht Wechselrichter und deswegen ist es mit den Großhändlern sinnvoll. Ich schweife ab. Wir sind also ins Projektgeschäft eingestiegen, weil man natürlich für eine Anlage mit 30 Kilowatt vielleicht nur einen braucht, um sie zu verkaufen, aber um einen Großhändler zu bedienen, der 3, 4 Installateure in seinem Portfolio hat, von denen gar nicht klar ist, wie viele Endkunden sie bedienen können, für den brauche ich auch einen. Das heißt, damit erhöhe ich natürlich meinen Impact auf den Markt enorm, weil ich nicht nur 30 kW Anlagen, sondern auch 100, 200, 1 Megawatt Anlagen und sonst was verkaufen kann. Etwas, was man mit viel weniger Manpower machen kann, mit den gleichen Mitteln. Hätten wir viel, viel früher anfangen müssen. Das zweite Rettungsboot, was wir zu Wasser gelassen haben, Anfang 2011, also anderthalb Jahre bevor das Boot unterging, was man sagen will, ist nicht besonders lang, war Kundenbindung. Wir haben also, ja, ihr lacht, ohne Scheiß, ihr lacht. Oder lacht ihr über das Bild? Okay. Schade. Also, man kann doch nicht 2005 ein Startup gründen und die Welt erobern wollen und 2011 mit Kundenbindung anfangen. Ist doch scheiße. Das geht doch nicht. So. Wir haben gedacht,
reicht. Jetzt geben wir richtig Gas. Ja, wir laden die Kunden ein, wir machen Werksbesichtigungen, das volle Programm. Wir geben den Seminare kostenlos, noch und nöcher. Wir machen Roadshows in neue Länder. Ja, ihr könnt euch vorstellen, so, diese Schiene. Viel zu spät. Wir haben noch erzählt, dass wir die geilsten sind im Januar 2011, 4 Monate vorm Insolvenzverfahren. Und dass wir uns nicht vorstellen können, dass ein institutioneller Investor, der bei uns mit einem höheren zweistelligen Millionenbetrag an Bord ist, dass der plötzlich abspringt. Ja, scheiße, natürlich kann er abspringen. Das ist genau das, was er gemacht hat. Ja, 227 Millionen, die liegen ja nicht einfach rum. Die laufen ja auf. So. Rettungsboot Nummer 3. Ja, jetzt aber, ne? Wenn schon alles andere nicht hilft, dann jetzt aber. Neue Produkte, neue Märkte. Ja, wir haben also ein Produkt entworfen, hieß M-Serie, für größere Aufdachanlagen. Wir haben ein Produkt entworfen, was nur in dem kanadischen Markt verkauft wurde, haben dafür auch eine kanadische Subsidiary gegründet. Damit haben wir tatsächlich sogar ein bisschen Geld verdient mit diesem Modul. Aber auch alles wiederum viel zu spät. Sodass am Ende das Boot dann 2012 doch eben unterging und alles futsch war. Also 1200 Leute nicht mehr in Lohn und Arbeit waren, und zwar ja, in meinem Fall innerhalb von ein paar Tagen Kenntnis. 227 Millionen, die irgendwo reingebracht werden mussten, von denen vielleicht 200.000, 300.000, 400.000 wieder reingekommen sind durch den Verkauf dessen, was da noch war. Der Rest ist weg. Und das, sagt man so, war das. Die Frage ist aber, was habe ich gelernt? Erstens, die Photovoltaik oder die Solarenergie ist nicht das Allheilmittel für unsere Energieprobleme. Glaubt bloß bitte diesen Scheiß nicht. Okay? Wir können damit ein bisschen was machen, aber sie wird unser Energieproblem nicht, in Klammern allein, lösen. Punkt. Und was noch viel wichtiger ist, sie ist keine saubere Alternative. Sie mag vielleicht eine sauberere Alternative sein, zu zum Beispiel Kohle. Aber sie ist keine saubere Alternative. Warum nicht? Ganz am Anfang haben wir gesehen, wie der Wafer hergestellt wird und wie er danach gewaschen wird. Wisst ihr, womit man Silizium-Wafer, Silizium-Scheiben wäscht? Nochmal bitte? Salpetersäure? Nicht ganz. Aber was ähnlich fieses, Wasserstoffchlorid, HCl. Das ist eine hochätzende Säure, die man zwar verdünnt in 7%iger Lösung, aber es ist immer noch so, dass wenn man davon einen Tropfen abkriegt, man diese Narben nie wieder in seinem Leben los wird. Diese Säure muss man einsetzen, damit die Oberfläche der Zellen so rau wird, wie man sie braucht, um die Oberfläche so zu erweitern, dass mehr Licht reinkommt. Das Problem an unseren Zellen war aber, und unseren Wafern war aber, das habe ich ganz am Anfang schon mal erklärt, der Kristallisationsprozess war so unregelmäßig und so wenig planbar, dass wir teilweise viel, viel mehr abschrubbeln mussten von der Oberfläche, um überhaupt eine glatte Oberfläche zu kriegen. Geschweige denn, die Oberfläche auch noch größer zu kriegen, damit mehr Licht reinkommt. Ja? Das heißt, unser Verbrauch an HCl, will ich nicht drüber sprechen. Wir haben auch noch andere Sachen verwendet. Am Anfang haben wir mit Blei gelötet, ist heute verboten. Haben wir dann auch nochmal aufgehört, als es verboten war. Aber nur, dass ihr mal eine Vorstellung bekommt, was das heißt, ja, ein Solarmodul herzustellen. Wir haben Silber natürlich in unserer Paste gehabt. Wir haben den Ziehprozess des Wafers mit Argon gekühlt. Das sind alles so Sachen. Ja, das fällt an, das ist ein Chemiebetrieb, ein hochintensiver Chemiebetrieb. Was hat das mit dem Bild hinter mir zu tun? Das ist ein sogenanntes Versatzbergwerk. Wisst ihr, was ein Versatzbergwerk ist? In den Versatzbergwerk kommt alles, was ein bisschen weniger gefährlich ist als Plutonium. Ich übertreibe bewusst ein bisschen, aber es ist von der Wahrheit nicht so weit entfernt. In dieses Versatzbergwerk kommt, der Name sagt es, Bergversatz, also prozessierte, zum Beispiel Wasserstoffchloridsäure.
Die wird also in ihre Bestandteile zerlegt, alles ganz ungefährlich, ne? Besteht im Prinzip nur aus Salz. Natürlich nicht. Kommt dann in großen Lastern eben auf so Pressmaschinen und wird dann in so großen, Füllungen wie so in Zahnplomben eben in diese Schächte gebracht. Und die Erklärung dafür ist, dass es den Schächten natürlich gut tut, weil es kommt natürlich nur in Schächte, die einsturzgefährdet sind. Ja? Richtig. Bullshit, okay? Einfach Bullshit. Das ist ein Kapitel der Solarindustrie, über das redet kein Mensch. Aber es gehört dazu. Und es ist einfach für den Arsch. Okay? Also, erstes Learning. Solarenergie ist keine saubere Alternative. Sie ist sauberer, aber sie ist nicht sauber. Und sie wird nicht alleine unsere Energieprobleme lösen. Why so serious? Die zweite Lektion ist, follow the money. 90% der Leute, die hier sitzen, haben mir am Anfang gesagt, dass sie Gründer sind. Wisst ihr, wo euer Geld hingeht? Alle? Wer weiß es? Okay. Wisst ihr auch, wann es verbrennt? Alles klar. Viel mehr muss man dazu nicht sagen. Mein Learning daraus ist, ich muss wissen, wann mein Geld verbrennt. Ich muss wissen, wie lange es braucht, um auf diesem Stapel zu liegen. Und ich muss wissen, wie lange dieser Typ braucht, um sein Feuerzeug zu zücken. Und wenn ich der Depp bin, der erst ganz zum Schluss das Geld findet, wenn es schon auf diesem Stapel liegt, dann habe ich keine Zeit mehr, dem den Kanister wegzunehmen. Dann ist es zu spät. Und wenn es zu spät ist, dann muss ich einen Stecker ziehen. Muss ich Insolvenz anmelden, ist die Sache erledigt. Aber ich kann nicht noch 4 Monate, nachdem ich hätte Insolvenz anmelden müssen, die verschleppen. Weil dann bleiben Hunderte von Tausenden von Leuten auf der Straße. Und das ist einfach scheiße. Also follow the money. Wisst, wohin euer Money geht, wisst, wann euer Money verbrennt und wisst, wie lange es dauert, bis euer Money verbrennt. Punkt 3. Viele von euch werden ihn kennen, weil ich mir vorstellen kann, dass jemand von euch schon mal eine Rede von Steve Jobs gehört hat. Wer hat noch keine Rede von Steve Jobs gehört? Alter, nachholen, gleich heute Abend. Ja, Rede von Steve Jobs. A people hire A plus people. Okay? Guy Kawasaki. Wer hat noch keine Rede von Guy Kawasaki gehört? Okay, nachholen, heute Abend. Guy Kawasaki. Nun, da lernt ihr auch. Egal. A people hire A plus people. Okay? B people hire C people. C people hire D people. Ich kann nicht das beste Unternehmen der Welt werden in irgendeinem Bereich, wenn ich nicht die besten Leute hole. Fakt. Wenn ich immer nur Einser in einen Korb tue, dann kommen halt immer nur Leute plus eins raus. Wenn ich 3 haben will, dann muss ich halt auch mal ein 2er reintun. Das ist, so ist es. Und mein Learning ist, wenn ich irgendwann mal mutig genug bin, mein eigenes Unternehmen zu gründen, dann stelle ich Leute ein, die besser sind als ich. Und die mir erzählen, Junge, vergiss es. Das macht man heute so. Ja? Weil mit great peoples macht man great companies. Danke. Wo ist der elektrische Fensterheber das erste Mal eingesetzt worden? Ja, wo ist der installiert worden das erste Mal? In einem Auto, in was für einem Auto? S-Klasse. S-Klasse, Dankeschön. Warum? Premium. So, wer bezahlt für Premium Geld? Leute, die Geld haben. Okay, wer kann dafür kein Geld bezahlen? Leute, die kein Geld haben. Noch eine andere Frage. Mit welchem Auto hat Tesla angefangen? Danke. So, Tesla. Mit welchem Auto hat Tesla angefangen? Mit einem Roadster. Wie viel kostet dir der Roadster bei Markteinführung in Deutschland? Und zwischen 110.000 und 120.000 Euro. Verdienen aber trotzdem kein Geld, Tesla. Nein, natürlich verdienen die kein Geld, aber die sind noch da. Verstehst du? GM mit ihrem EV1 1990, Mittelklasse-Auto, Elektroauto eingeführt, die sind nicht mehr da. Und warum? Weil für ein Mittelklasse-Auto niemand 60.000 Euro bezahlt. Das ist einfach Quatsch. Ja? Wenn du was Neues in den Markt bringen willst und es ist ein investitionsreiches Gut, dann musst du oben anfangen. Und wenn du nicht oben anfangen kannst, musst du mit Menge anfangen. Es ist einfach so. Entweder du hast einen Preis oder du hast die Menge. So.
Aber du kannst nicht innerhalb von heute auf morgen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Panels in den Markt drücken. Das geht einfach nicht. Was machst du jetzt? Was mache ich jetzt? Wirklich? Ja, okay. Ich habe nach dem Cervelo-Fuck-Up ein MBA draufgelegt, hier in Leipzig an der HL, sehr gute Uni, sehr zu empfehlen, und habe danach bei der Universität in Magdeburg angefangen als Projektleiter und baue dort gerade ein Weiterbildungszentrum auf für alle möglichen Themen im Bereich Industrie 4.0, also wie wird die Fertigung digital. Ja, du kannst also schon, bevor die erste Schraube angezogen wird, kannst du sehen, ob das Produkt nachher funktioniert oder nicht. Und ich habe in diesem, du hast vorhin gefragt, Marco, welches die Essenz eigentlich ist aus den ganzen Fuck-Ups. Und ich habe vielleicht diese eine letzte Anekdote noch, weil es auch die letzte Frage war. Ich habe gerade gestern in genau diesem Job eigentlich den größten Fuck-Up erlebt überhaupt bisher in dem Job. Und ich habe auch gestern noch überlegt, ob ich das nochmal ändere, aber ich habe dann gedacht, das kann ich Nathalie nicht antun, die haut mir das Ding um die Ohren, ich durfte schon am letzten Tag die Bilder schicken und ging nicht. So, aber ich erzähle es jetzt trotzdem noch, weil ich einfach noch die Zeit habe, weil ich es kann. So. Ich bin dort in der befristeten Anstellung, okay, bis Ende September. Ich habe 4 Kinder und eine Frau, die im März arbeitslos wird, weil die auch an der Uni arbeitet und weil an der Uni grundsätzlich nur befristete Verträge geschlossen werden. Ich habe die letzten 2 Wochen damit verbracht, meinem Chef ein Konzept auszuarbeiten, wie die Beschäftigung weitergehen kann, und habe dafür eine Unternehmensgründung ausgearbeitet, so wie ich das an der HL gelernt habe und 1000 Mal gemacht habe, das durchgerechnet, von allen Seiten angeguckt, und es war wirklich Sahne. Und die Antwort von meinem Chef war, ich kann dich noch ein halbes Jahr weiter beschäftigen, zu 50%. Und dann bin ich nach Hause gekommen und hat mich meine Frau angerufen und gesagt, die Bewerbung übrigens auf die Professur, die lebenslange, die jetzt seit einem Jahr in der Pipeline ist, die ist übrigens gerade geplatzt, weil das Verfahren aufgrund irgendwelcher Gleichstellungskriterien eingestellt wurde. So. Und die Antwort auf deine Frage von vorhin, auch wenn du sie mir gar nicht gestellt hast, ist, auf Englisch sagt man Embrace Failure. An so einem Punkt, und an den Punkt werdet ihr alle kommen als Gründer, das schwöre ich euch, an einem oder anderen Zeitpunkt werdet ihr an diesem Punkt sein. Sie sagt, da ist die Pleiße, der, weiß ich nicht, oder das ist die Elster, sprich jetzt rein. Ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, weil ich habe noch 6 Monate Geld. Weniger als heute, sogar noch jeden Monat, aber noch 6 Monate. Und dann habe ich keins mehr, weiß ich nicht. Und an dem Punkt passiert Folgendes. An dem Punkt hast du die Wahl zwischen Embrace Failure oder nicht. Aber wegrennen ist keine Option, aufgeben auch nicht. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist Embrace Failure. Was habe ich gemacht? Ich bin ins Schlafzimmer gegangen. Ich habe mir den Teddy von meinem Sohn genommen. Meine Kinder waren nicht da, meine Frau war auch nicht da. Ich habe mir meine eigene Kinder-CD angemacht, die ich früher als Kind gehört habe. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe mit dem Teddy weinend bin ich eingeschlafen. Ich habe eine Stunde einfach geflammt. Und guess what? Heute früh bin ich aufgestanden. Ich habe gedacht, habe ich gedacht, ich gehe da heute hin, heute Abend. Der Vortrag war nicht fertig. Die Bilder waren gestern geschickt. Und ich mache das. Und danach gucken wir weiter. One step at a time.